weiß, was Sie alle nicht wissen. Jetzt sind wir spannend. Hier gibt es einen von bundesweit nur zwei anerkannten Händlern für alte Lexikon-Ausgaben. Ja? Das wussten Sie nicht. Das ist die Firma Lexikon und Enzyklopädie. Und das ist ein junges Ehepaar, das heißt jung in ihrem Alter. Nee, also jetzt nicht in ihrem Alter, sondern das ist der Chef hier. Ja. Und die machen nebenberuflich, kaufen die bundesweit alte Lexika um 1700, 1800, 1900 auf und verkaufen die dann bundesweit weiter. Da habe ich mein Meyers großes Kompensationslexikon, 23 Bände von 1900 gekauft. Vor 4-5 Jahren. Habe ich doch gewusst, dass es keiner von Ihnen ist. Das weiß ich, ja, die gibt es noch. Also die Homepage gibt es noch. Wir haben so viel verdient damals in Wien. Genau. Danach haben wir in Wien. Es gibt einen, nein, es gibt einen in Schleswig-Holstein und einen hier. Das ist ganz lustig. Schleswig-Holstein, ist das der Kieler? Nein, das ist der von Eiderstedt. Ah, okay. Ja. Aber es gibt nämlich auch noch so einen großen Antiquitätenhändler mit Lexika in Kiel, den Und die haben, wie gesagt, sind gewöhnlich für alte Bücher. Und diese alten Lexika, die sind im Vergleich zu anderen alten Büchern unglaublich preiswert. Da habe ich gezahlt für 23 Bände, aber jeder Band ist DIN A4 groß, 1000 Seiten dick, Hochglanzpapier, wie neu und mit Fototafeln und allem drum und dran. Da kostet der Band, weiß ich, weniger als 50 Euro. Kriegen Sie sonst nirgendwo für Bücher dieser Art und Güte. Vielleicht, weil die Auflage ein bisschen höher war damals schon, also in Relation zu anderen Bänden. Ja, weil, nein, es ist so, die meisten Leute, wenn die ein Lexikon kaufen, dann sagen sie, wir wollen gerne ein neues haben. Wir wollen den Brockhaus, vielleicht nicht die jetzige Auflage, sondern die davor, weil wir dann noch ein Lexikon haben, mit dem man arbeiten kann, wo was drinsteht. Ja. Und übersehen, dass so ein altes Lexikon von 1900 viel ausführlicher ist, das können Sie lesen wie ein Buch, die einzelnen Artikel zum Automobilbau und zur Eisenbahn und was da alles ist. Und gleichzeitig kriegen sie einen Eindruck, wie die Zeit damals war. Und deshalb sind diese alten Lexika billiger zum Teil als ein Brockhaus aus dem Jahre 1990. Ich habe auch mal probiert, diesen 100-Wasser-Brockhaus zu kriegen. Der ist ja immer noch unbezahlbar. Ja. Der ist ja auch schön. Ja, der ist ja auch schön. Mit den Fototafeln und so.